Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem monatlichen Aufgebraucht-Video. Ja, ich habe wieder eine prall gefüllte Box vor mir stehen mit Müll und ja, mit jede Menge Plastikmüll. Ich habe euch schon in den letzten Videos gesagt, ich habe langsam echt die Schnauze voll von so viel Müll. Deswegen versuche ich, wo es geht, ein bisschen das Ganze einzusparen und ja, mehr dazu gleich im Video, wo ich versuche halt, wie gesagt, entgegenzuwirken, damit ich nicht so viel Müll produziere oder allgemein wir hier als Familie nicht so viel Müll produzieren. Aber heute muss ich euch leider trotzdem diese prall gefüllte Box mit Müll präsentieren und zeigen. Außerdem nenne ich euch meine ehrliche Meinung zu den einzelnen Produkten und ja, ob ich euch die Produkte weiterempfehlen würde oder nicht. Dann starten wir auch direkt mit etwas, was ich auch letzten Monat gekauft habe. Und ja, euch auf jeden Fall weiterempfehlen kann, ist natürlich nicht 100% umweltfreundlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auf jeden Fall von den Lenore Unstoppables sehr begeistert. Es gab auch die Aktion, ich weiß nicht, ob es noch ist, habe ich auf jeden Fall gemacht. Man konnte diese Lenore Unstoppables kaufen und testen. Ihr musstet dann einfach nur, oder man muss dann einfach nur den Kassenbon abfotografieren und das in so einen, ja, auf so einer Seite eintragen und dann hat man die 4,95 € wieder zurücküberwiesen gekriegt. Und ja, ich habe das Geld auch bekommen. Ich glaube, innerhalb von 2 Wochen oder so war das Geld auf meinem Konto. Super, fast 5 Euro geschenkt, mega. Und das nur dafür, dass man ein paar Minuten was eingetragen hat online. Aber wie gesagt, ich bin mit denen super zufrieden. Das reicht uns auch sehr lange. Ich benutze die Unstoppables Wäsche Parfum Perlen nicht zu jeder Wäscheladung, sondern nur dann, wenn ich keinen Weichspüler benutze und möchte trotzdem, dass die Wäsche gut riecht. Und ja, wie gesagt, mit denen bin ich super zufrieden und das ist absolut unser Lieblingsduft. Ich muss ehrlich sagen, andere habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn es die Aktion noch gibt, werde ich vielleicht nochmal eine andere Duftrichtung kaufen und die auch mal testen. Dann kommen wir zu etwas, was ich nicht mehr kaufen werde. Nicht, weil mir das Produkt nicht gefällt, sondern weil es einfach viel zu viel Müll jeden Monat produziert wird. Und zwar geht es um Seifen. Also ich werde mir keine Seife mehr in so einem Plastikspender wie hier kaufen. Hier zum Beispiel die Seifen von Palmolive. Ich muss ehrlich sagen, super geil. Einmal hier mit Granatapfel und einmal mit Kokos. Beides super geil. Aber wie gesagt, ich möchte halt einfach darauf verzichten, das hier als Müll zu produzieren. Deswegen habe ich mir auch letzten Monat Seifenspender gekauft für unser Hauptbadezimmer. Und da werde ich einfach in Zukunft ja, mir solche Nachfüllpacks kaufen. Es gibt ja so große, reicht für 3 Spender oder so. Und ja, werde die dann dort reinmachen und dadurch spart man auf jeden Fall ordentlich an ja, Plastikmüll. Ja, dann kommen wir zum Plastikmüll, was echt wieder heftig ist. Ich weiß auch gar nicht warum. Wir haben uns nämlich so einen großen Pack Windeln gekauft. Da waren, glaube ich, 240 Stück drin. Und dann mache ich diesen Karton auf. Und die ganzen Dinger sind einzeln verpackt. Das waren 6 einzelne Windeln. Und zwar haben wir die von Pampers Protect. Das ist hier an 1, 2, 3, 4. Hier sind 5 Stück. Ja, in Größe 2. Hier ist 4 bis 8 Kilo. Ja, ich habe euch schon letzten Monat gesagt, wir sind keine Fans von Pampers. Wir haben Pampers Premium Protect, Pampers Baby Dry ausprobiert. Und ja, der Kleine schießt einfach alles durch, vor allem nach oben hin. Ist echt ätzend. Mag sein, dass die wirklich viel aufsaugen vorne, was Urin angeht. Aber ja, die Passform gefällt uns auch nicht so gut. Deswegen haben wir jetzt alles mal aufgebraucht. Ich glaube, er hat jetzt vielleicht noch 3, 4 Windeln von denen. Und danach werden wir wieder auf unsere Lieblingsmarke umsteigen. Und das ist aktuell Baby Dream. Und ja, da brauchen wir auch schon die Größe 3 oder so oder 4. Aber wie gesagt, guckt euch das mal an. Und das nochmal verpackt in einem Karton. Wofür? Ja. Dann wieder Plastik, aber das geht halt auch nicht anders, ne? Und zwar solche Feuchttücher von Baby Dream. Muss ehrlich sagen, fand die super. Das sind ja hier die mit Aloe Vera und Kamillenextrakt. Ja, fand ich ganz gut. Aber wir benutzen ja Feuchttücher nicht hauptsächlich, um sein Po zu reinigen oder so, sondern einfach nur, wenn wir mal unterwegs sind oder wenn ich ihn unten im Wohnzimmer wickel oder meinem Schlafzimmer bei mir. Dann benutze ich Feuchttücher, aber sonst in der Regel benutze ich einfach nur Wasser und Wattepads oder einfach meine blanke Hand mit Wasser. Ja, dann kommen wir zu etwas, was ich auch verzichten möchte in Zukunft zu benutzen und außerdem auch mit denen hier nicht zufrieden war, und zwar die Stilleinlagen von Medela. Die hier. Ich muss ehrlich sagen,
Am Anfang dachte ich mir, alter Vater, wieder. Alles einzeln verpackt, wie bei Lanzino. Wofür verpackt man einzelne Stilleinlagen? Ich verstehe das einfach nicht. Außerdem fand ich die Passform mega komisch, weil die so eine komische Naht an den Seiten hatten. Und drumherum, der Rand hat mich so gekratzt an der Brust. Ja, nee. Es mag sein, dass sie einiges aufsaugen, aber wie gesagt, erstens kratzig, zweitens einzeln verpackt. Ich möchte das Ganze nicht mehr. Ich habe mir waschbare Stilleinlagen gekauft. Die habe ich bei Amazon mir bestellt. Das ist so ein 10er-Pack, also 5 Paar sind da drin. Ich blende die euch gerne hier ein oder verlinke die euch unten in der Infobox. Ich bin mit denen super zufrieden. Man kann sie einfach am Waschbecken auswaschen und dann nochmal benutzen. Also halt auf die Heizung hängen und nochmal danach benutzen. Oder man sammelt die dann einfach in diesem Wäschebeutel, der da mit dabei ist. Und dann schmeißt man die einfach in die Waschmaschine. In Trockner habe ich sie nicht reingeschmissen. Ich hänge sie dann immer auf zum Trocknen, weil ich Angst habe, dass die irgendwie eingehen oder die Form verlieren. Aber mit denen bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich möchte jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich werde nie wieder Stilleinlagen kaufen, also so Einwegdinger. Ich werde immer mal vorratshalber ein Päckchen da haben, je nachdem, was man anhat. Ist es doch dann praktisch, wenn man etwas Klebendes hat, weil die Waschbaren kann man ja nicht kleben. Deswegen. Ja, dann bleiben wir auch gerade bei diesen Seifen, was ich eben gesagt habe, zum Nachfüllen. Das ist nämlich meine absolute Lieblingsseife zum Nachfüllen. Da kriegt man locker 2 große Seifenspender voll damit und die riecht so gut, wirklich. Die werde ich wieder nachkaufen, weil ich die jetzt aufgebraucht habe. Ich habe ja letztes Mal 2 Packungen gekauft, von der zweiten ist auch nur noch die Hälfte da. Ja, aktuell oder beziehungsweise man soll eh generell wirklich regelmäßig die Hände waschen und gründlich, nicht nur jetzt wegen Corona, auch generell. Und ja, deswegen verbrauchen wir auch viel Seife. So, dann haben wir hier diese Lenore All-in-One-Pots aufgebraucht. Ich bin kein Fan von diesen Pots. Die habe ich einfach nur gekauft, weil die im Angebot waren. Und außerdem super gefährlich für Kinder. Gab es auch letztens mal einen Beitrag im Fernseher. Wie gesagt, ich bin kein Fan von und deswegen werde ich die nicht mehr nachkaufen. Dann, was ich aber super finde und wahrscheinlich wieder nachkaufen werde, ist meine Bodylotion von Balea. Und zwar die hier. Ja. Die habe ich letztes Mal nicht gefunden, deswegen nicht gekauft. Aber die ist super geil, riecht super gut und soll angeblich die Haut straffen. Was ich jeden Monat kaufe, sind meine Haut-, Haar- und Nägel-Tabletten von Doppelherz. Da ist Hyaluronsäure, Granatapfelextrakt, Kieselerde drin und weitere Vitamine. Mega gut, dadurch wachsen meine Haare super schnell, wie ihr sehen könnt. Meine Haut, ja, wird auch langsam besser, weil der Hormonhaushalt sich wieder einpendelt nach der Geburt. Und ja, einmal täglich, 30 Stück sind da drin. Wie gesagt, werde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann auch ein Produkt, was wir jedes Mal wieder nachkaufen. Unsere Lieblingszahnpasta. Und zwar die von Colgate Max Fresh mit solchen Kristallen drin. Ja, liebe ich. Das ist wirklich unsere Lieblingszahnpasta. Dann, was ich für den Kleinen kaufe, habe ich euch ja eben gesagt. Wir benutzen nicht immer Feuchttücher, sondern auch ja, solche Pads. Hier sind 60 Wattepads von Babylove. Die benutzen wir super gerne. Die sind so dick, dass man die auch in der Mitte einfach auseinanderziehen kann und dann hat man die 2 Stück. Ja, haben wir auch immer da. Was man aktuell auch immer haben sollte, sind desinfiziert. Ich kann dieses Wort einfach nicht aussprechen. Auf jeden Fall solche Reinigungstücher ja, habe ich auch gerne im Badezimmer, im Auto, im Kinderwagen oder in der Wickeltasche, wenn man unterwegs ist. Und die muss ich auf jeden Fall nachkaufen, sind die von Denkmit. Dann haben wir hier solche Feuchttücher von Pampers aufgebraucht. Die hat uns mal jemand geschenkt. Auch kein Fan von, werde ich selber nicht nachkaufen. Mir gefällt die Konsistenz nicht, der Geruch gefällt mir nicht, deswegen. Dann, was haben wir hier? Genau, Staubblitz, Staubtücher brauchen wir auch sehr oft. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Staub produzieren zu Hause, aber ich bin immer am Staubwischen und ich liebe einfach diese Wedler sozusagen, also die sind deutlich günstiger wie die von Swiffer, aber erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Dann haben wir hier so einen Raumduft aufgebraucht, und zwar in diesem Duft hier. Da habe ich euch auch schon mal gesagt, die neuen Spender von Airwick sind ja ein bisschen schlauer geworden. Da kann man leider nicht mehr solche günstigen reinmachen, weil der Kopf einfach, der Sprühkopf anders ist. Ich dachte mir, oh, kann man vielleicht austauschen? Nee, aber mein Mann hat ein bisschen rumgewerkelt und hat das doch irgendwie zum Laufen gebracht. Aber ja, wie gesagt, in naher Zukunft müssen wir leider die Originalen von Airwick kaufen.
Aber es hat auch sehr gut gerochen. Außerdem war das so ein Winterduft. Also für jetzt wäre es eh nichts mehr. Habe ich damals bei Action gekauft. So, was haben wir hier noch? Was ich jetzt auch aktuell sehr gerne trinke oder halt schon seit ich jetzt Mama bin, ist Stilltee von Baby Love. Genau, werde ich mir jetzt auf jeden Fall locker nochmal 2 Packungen kaufen, weil hier sind nur 20 Beutel drin und man soll angeblich 2 bis 3 Tassen Tee am Tag trinken. Ich trinke immer nur 1, höchstens 2. Wie gesagt, werde ich jetzt auf jeden Fall 2, 3 Packungen kaufen, damit ich wirklich regelmäßig meinen Tee trinke. Dann, was ich auch jetzt seit langem wieder aufgebraucht habe, habe ich ja mal eine Zeit lang gar nicht gebraucht, waren Slip-Einlagen. Und zwar die schwarzen hier von Jesse habe ich sie mir gekauft, um zu testen. Ich muss sagen, wenn man so einen ganz leichten Ausfluss hat, super. Die Klebe, wie sagt man, die Haltigkeit, also die kleben nicht so gut, muss ich sagen. Und aufsaugen tun die jetzt auch nicht so gut, wie gesagt. Aber ist ganz nice. Die sind in dunkel, je nachdem, was man anhat. Wenn man etwas Durchsichtiges, Dunkles anhat, dann sind die praktisch. Aber dass ich sie jetzt jeden Tag benutze, nein. Aber kann man mal kaufen. Was ich auch jeden Monat oder halt öfters aufbrauche, sind Rexona Deos. Hier ist es das Invisible Aqua. Ich variiere jeden Monat die Duftrichtung, aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden von Rexona Deos und deswegen kann ich es euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ihr merkt, ich ratter das jetzt hier schnell durch, sonst wird das Video einfach viel zu lang. Dann etwas, was eigentlich gar nicht leer ist und das tut mir wirklich sehr weh im Herzen, dass ich das wegschmeißen muss, ist echt mega. Und zwar ein Trockenshampoo hier von Bella. Mega gut, aber ich weiß nicht, was los ist. Es sprüht einfach nicht mehr. Ich habe schon den Sprühkopf gereinigt. Ihr könnt hören, da ist noch so viel drin. Das tut mir echt, wie gesagt, im Herzen weh, das wegzuschmeißen, weil es super gut ist. Ja, kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen und werde ich mir vielleicht auch selber mal nachkaufen. Ist halt echt teuer, ne? Also im Vergleich zu anderen. Dann, was ich zum allerersten Mal ausprobiert habe und muss ehrlich sagen, bin ich gar nicht zufrieden von. Und zwar eine Fußmaske, die habe ich mal bei Action gekauft. Ich habe mir echt gedacht, boah, die wird bestimmt super, da kann ich bestimmt später meine Haut abziehen, wie es halt immer gezeigt wird. In der Schwangerschaft konnte ich ja leider solche Fußmasken nicht benutzen, das steht hinten nämlich drauf, nicht in der Schwangerschaft benutzt. Muss ehrlich sagen, hat gar nichts gebracht. Meine Füße waren weiterhin so trocken wie vorher und es war einfach wie, als hätte ich meine Füße 20 Minuten lang in der Bodylotion eingelegt. Deswegen, das kann ich euch leider nicht weiterempfehlen. Hier haben wir noch einen Seifenspender, der stand unten bei uns im Gästebad. Ja, wie gesagt, Palmolive-Seifen sind echt super, aber ich möchte halt auf diesen Plastikmüll verzichten. Dann, was ich aufgebraucht habe, war mein Reinigungsschaum von Balea. Bin ich super zufrieden, günstig, erfüllt seinen Zweck. Hier ist für trockene und sensible Haut mit Mandelblütenextrakt. Also damit schminke ich mich immer hauptsächlich ab. Einen Daumen nach oben. Dann habe ich hier nochmal 2-mal Wattestäbchen liegen. Das eine habe ich bestimmt letzten Monat aufgebraucht und vergessen. Ja, ich hole ja immer so Nachfüllpack auch wieder, ja, damit ich nicht so viel Müll produziere. Wir haben so einen Spender, wo ich sie reinmache und das ist ja deutlich weniger Plastikmüll, wie wenn man ja so eine fertige Box kauft. Dann habe ich hier nochmal eine Tuchmaske von Balea und zwar Genieße deine süße Auszeit. Ich liebe Tuchmasken, egal welche. Mir ist es auch egal, was sie für einen Zweck erfüllen. Ich habe einfach so einen Placebo-Effekt. Sobald ich die Tuchmaske mir aufs Gesicht lege, bin ich entspannt und habe das Gefühl, dass ich was für mich tue. Und deswegen Daumen nach oben kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann etwas, was ich einfach aufgebraucht habe. Ich hatte keine Lust mehr gehabt, dass es bei mir im Bad rumsteht, weil ich nicht wirklich zufrieden bin. Und ja, und zwar mit der Detox-Tagescreme von Hello Body und zwar die Coco Day. Am Anfang war ich auch genauso auf dem Hype-Trip wie alle anderen. Und zwar, man muss was von Hello Body haben, es ist so toll. Aber ich, im Endeffekt, es ist einfach übelst überteuert und ja, wirklich geil fand ich sie jetzt nicht. Ich habe die jetzt zum Schluss als Bodylotion benutzt. Also ich habe sie mir nicht mehr ins Gesicht geschmiert, sondern habe meine Beine damit eingecremt und so. Und ja, das Problem ist, ich habe noch so viele Hello Body Sachen hier rumstehen. Die ich mir übrigens alle selber gekauft habe, die habe ich nicht zugeschickt bekommen. Deswegen, also ich finde das einfach überteuert. Es gibt andere Produkte von anderen Marken, die genauso gut sind. Dann kommen wir aber zu einem Produkt, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und zwar ein Camouflage Concealer von Essence. Ist angeblich waterproof. Das kann ich leider nicht beurteilen. Aber ich bin sehr zufrieden und ja, benutze ich jeden Tag. Ohne meinen Concealer gehe ich nicht aus dem Haus. Ja, und das Letzte, was hier bei mir in der Box liegt, das hatte ich mir, ich weiß gar nicht wann gekauft, so lange benutzt. Und zwar ein Waterproof Mascara von Maybelline.
benutze ich immer nur für meine unteren Wimpern. Oben benutze ich normale Mascara und unten Waterproof. Bin ich super zufrieden, werde ich mir auf jeden Fall für den Sommer nachkaufen. Aktuell habe ich ein Waterproof Mascara von Essence. Ist okay, aber nicht so zufrieden wie die hier. Aber das ist ja auch so ein Kultmascara. Ja, das war es auch mit meinem Aufgebraucht-Video. Es waren auf jeden Fall einige Produkte. Ich bin froh, dass ich diese jetzt entsorgen kann. Und wie gesagt, ich versuche in naher Zukunft auf meinen Plastikmüll zu verzichten bzw. das Ganze zu reduzieren. Ich hoffe, euch hat mein Aufgebraucht-Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich wie immer über eure Kommentare freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!